Mein Name ist Katharina Frisch. Ich habe einen Sohn mit 12 Jahren, der seit 2 Jahren Neurofibromatose diagnostiziert hat. Und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte nicht nur zuschauen, was passiert, sondern ich möchte auch aktiv mithelfen bei dem, was passiert. Und so hat sich das ergeben, dass ich jetzt die Regionalgruppe von Niederösterreich beginne aufzubauen mit Hilfe vom GLAS. Ich finde das österreichische NF-Symposium sehr wichtig, weil sich einfach viele Länder miteinander vernetzen und es ja durchaus in verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Fortschritte schon gibt und man sich einfach sehr gut vernetzen kann und auch schauen kann, was können wir für Ressourcen schöpfen aus dem, was schon besteht in anderen Ländern. Ein Highlight ist, dass auch Jugendliche und Erwachsene besprochen werden und nicht nur auf das Thema Kinder eingegangen wird oder Entstehung der Diagnose oder wie man es bekommt, sondern wirklich auch die Problematiken, die dann mit der Zeit entstehen. Es ist wichtig, dass die Gesundheitsberufe und Vertreterinnen zusammenarbeiten, damit einfach der Mensch als Ganzheitliches gesehen wird, dass das Kind so gesehen wird, was es benötigt und was es braucht und alle Ressourcen auch wirklich genutzt werden. Ja, ganz an oberster Stelle das Expertisenzentrum natürlich, wo sich alle, denke ich, gut aufgehoben fühlen, wo auch die Kinder wirklich keine langen Wartezeiten haben, sie haben keine Torturen, wie sie es vielleicht sonst wo haben. Es wird eingegangen auf die Kinder, sie bekommen psychologische Betreuung und natürlich auch findet aktuell eine sehr weite Vernetzung statt, jetzt österreichweit, auch international und dadurch natürlich, so wie ich vorher schon gesagt habe, vernetzt sich einfach viel mehr und es kommen einfach viel mehr Fortschritte zustande.